So, wir haben viel zu tun. Aber es wird gleich wieder Nacht. Nee. Okay, so viel dazu. Was wir nämlich primär brauchen, ist demnächst ein Schlafsack. Nee, es war kein Schlafsack, das war ein Zelt. Was brauchte das Zelt? Erstmal Feuer machen. Wir verbrennen mal... Wow. Zwei Holzschalter, das müsste eigentlich reichen. Bleib schön da hinten. Selbige. Kannst du verbrennen? Nein, du bist ein Geist. Du nervst aber ganz schön. Du bist irritierend. Ja, ich wollte gucken, was das Zelt braucht. Hier. Zelt braucht 6 Spinnenseide, 3 Seile. Wir haben nur 3x Spinnenseile. Aber das kriegen wir schon hin. Nutzen wir nochmal kurz die letzten Lichtstrahlen. Das heißt hier kurz. Diese vorabendliche Phase ist ganz schön lang. Nutzen wir die nochmal aus, um noch mehr Gras zu sammeln. Für die ganzen Seile, die wir brauchen. Geh weg, Abigail, du irritierst. Also sie hält ja wenigstens Abstand, aber es ist trotzdem ziemlich irritierend. So, Steine haben wir. Ich hätte gerne mehr Steine. Und ich hätte gerne ganz viele Seile. So. Die Blütenblätter sind gleich alle kaputt. Wir könnten jetzt eine Girlande draus machen, aber wir sind eigentlich fast voll. Und Moment mal. Abigails Wahnsinnsmeter geht bis zu 200. Ich hätte schwören können, bei Wilson wäre es nur 150 gewesen. Oh, vielleicht haben die Charaktere unterschiedlich viele Hunger, Leben und Wahnsinnspunkte. Das wäre ja auch interessant. So, du, weg da. So, jetzt wird es richtig dunkel. Schnell zum Feuer. Au. Und nicht in Abigail laufen. Das ist wirklich unpraktisch mit der. So, die können wir mal verfeuern. 1, 2, 3. Die Karotten 127, 150. Sehr gut. Können wir essen? Und Chester ist immer noch nicht da. Oh, stimmt. Jemand meinte, wenn der Knochen im Rucksack ist, dann kommt Chester gar nicht. Allgemein ist der Rucksack ja eh ein wenig verbuggt. Also die Sachen stacken auch nicht ordentlich, wenn sie im Rucksack sind und so weiter. Müssen wir mal gucken. Oh ja, stöhn. Wie geht sie jetzt eigentlich weg? Können wir sie umbringen? Also umbringen? Ich versuch's mal lieber nicht. Außerdem wird sie eh gleich wieder morgen. Das passt schon. Also ja, 2 Holzscheite scheint das Mittel der Wahl zu sein. Was machen wir jetzt? Ich hätte eigentlich ganz gerne viel Holz, weil das haben wir schon angebaut, das dauert noch eine Weile. Und ich hätte gerne sehr viel Stein für die Mauer. Dann hätte ich noch gerne die Holzrüstung. Holzrüstung? Waffen? Holzrüstung. Ja, müssen wir nur ganz kurz zur Maschine. Ja, das machen wir doch gleich mal. So. Holz, Rüstung. So, sehr schön. Das bleibt hier. Das. Oh, sehr schön. Der Weg endet genau bei so einem Block. Also ich muss mir diesmal keine... Oh, nicht ganz. Das Spiel hasst mich. Es lächst nicht zu, dass es irgendwie ordentlich aussieht. Ich baue mal ganz kurz testweise eine... Können wir eine Steinwand so bauen oder brauchen wir dafür die andere Maschine? Braucht eine Maschine. Schade. Jetzt brauchen wir die Maschine. 6 Gold und noch ein paar mehr Bretter. Ja gut. Also das mit dem Ausbuddeln und Hinstellen probiere ich erst aus. Weil wir die Maschine haben und die Wände auch setzen können. Ich hätte es ganz gerne so, dass die Wände genau an dem Rand von diesem Teil... stehen.
Nicht so wie letztes Mal einmal quer durch. Das war einfach nur mistig aus. So. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Du bleibst auch erstmal hier. Rüstung nehmen wir lieber mit, falls doch die Wölfe kommen. So. Das Auge verfolgt einem auch, wenn es auf dem Boden liegt. Nicht schlecht. So. Bäume brauchen noch eine Weile. Aber Steine können wir klopfen. Dann kriegen wir auch das Gold zusammen, das wir noch brauchen. Auch wenn ich mir ziemlich sicher war, dass wir heute irgendwas anderes machen wollten. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ach ja. Aber ist ja nicht so schlimm. Finde ich jedenfalls. Solange wir irgendetwas Produktives machen, ist es egal. Wir hätten gerne eine Spitzhacke. So. Ich habe es umgebracht. Ja, du hast das Gaspistol umgebracht. Das ist vollkommen richtig. Mir wäre es lieber, wenn du mehr Steine umbringen würdest, die Gold drin haben. Wäre da vielleicht? Nö. Und was auch gut sein könnte, dass die Wölfe sich jetzt eine Weile Zeit lassen werden. Denn vor, ich glaube, es war ein, zwei Folgen, konnte man ganz, ganz kurz ein Knurren hören. Das fast genauso klang wie die Wölfe. Aber das war echt nur eine halbe Sekunde oder so lang und ist danach auch wieder verschwunden. Das heißt, vielleicht haben wir irgendwie die Wölfe ausgelöst, sind dann aber in die falsche Richtung gelaufen oder was auch immer und dann waren sie weg. Weil eigentlich wäre es jetzt langsam wirklich Zeit, dass sie kommen. 7 Tage ist schon... Also nicht, dass ich meckern würde, aber ja, ist komisch halt. Worüber ich meckern würde, sind die Goldklumpen. Wir haben jetzt schon 5 oder 6 von den Steinen aufgebrochen und keinen einzigen Goldklumpen gefunden. Aha, meckern. Meckern hilft immer. Naja, nicht wirklich. Aber das ist auch so ein Spruch, den ich mir von den Online-Spielen angewöhnt habe. Damals bei EverQuest, wenn man stundenlang bei irgendeinem Camp gehockt hat, hat man auch irgendwann angefangen zu meckern und dann kam der Gegner und schon hat man sich eingeredet. Man muss bloß meckern. Aber es scheint zu klappen. So, euch nehmen wir auch alle mit. 34 Steine, sehr schön. Zurück zur Basis, wird gleich wieder dunkel. Naja, so halb dunkel. Oh, Dünger. Ah, davon können wir auch ein bisschen was mitnehmen. Ganz viele Jacks, sehr schön. Was bräuchten wir noch? Ich glaube, ich sollte mal losziehen und ein paar Tanzapfen holen. Weil jetzt warten, bis unsere Bäume groß genug sind, die dann abfällen und dann nochmal neu setzen. Ich weiß nicht. Aber gucken wir mal morgen. So. Geh weg, du Vogel. Ich hätte gern die Steine. Ich hätte gern das Gold. Ich hätte jetzt gerne noch mehr Steine. Oh, immer nur 10 in einem Stack. Na gut, dann können die auch wieder hin. Hin. Hin und ich verfeuere mal die Blumen. 197. Nö, bewirkt nichts. Und die bringen Lebenspunkte. 53. 54. Nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Njam, 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 njam. Sie will den nicht mehr essen. okay. Ah, also, hab mich bloß verklickt. So, das war das. Und dann hätten wir noch gerne ein, zweimal Dünger. Das müsste reichen. Noch irgendwelche Steine in der Nähe? Da oben. Den kriegen wir noch. Ich hätte echt gerne 2 Gold. Dann kann ich endlich einfach die Mauer zu bauen. Genug Steine dafür haben wir schon. So, Gold, Rest lassen wir liegen. Komm, 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 ganz schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kein Gold. Und keine Spitzhacke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Zurück zum Lager.
Also Gold haben wir, Steinblöcke haben wir. Was brauchen wir noch für die Maschine? Steinblöcke. So. Maschine braucht... Oh. Nee, es war die hier. Vier Bretter. Nee. Das ist der Haken gewesen. Nicht gut. Ah, schade. So. Dann produzieren wir halt die Nacht über noch ein paar Seile. Damit unsere Stapel nicht zu voll werden. Also die hier. Das kann wieder weg. Und Abigail kommt wohl nicht jede Nacht. Was uns ja auch ganz recht ist. 125, 150. Schön. Also Steinblöcke, Gold. Wir gucken jetzt gleich mal morgen, ob unser angepflanzter Wald schon einigermaßen Größe hat. Also es sollte schon so sein, dass zwei Tanzapfen abfallen. Sonst rentiert sich das ganze Ding hier nicht. Das können wir auch bewahren. Das verkaufen wir später. Ja, dann hacken wir das Holz ab. Machen daraus die Bretter. Können dann die Maschine bauen. Und dann können wir anfangen mit der Mauer. Und tada. Tag. Tag. Sehr schön. Ich glaube, die Größe reicht noch nicht. Dann laufen wir noch einfach mal ein wenig weiter nach Westen. In der Hoffnung, dass da irgendwann Wald kommt. Kein Wald. Okay. Nicht so schön. Also schön, dass hier so viele Kaninchen rumlaufen und mir Samen vor die Füße geworfen werden, aber ein Wald wäre irgendwie schöner gewesen. Oder irgendwelche Tallbirds, damit wir eine Armee aus Smallbirds aufzüchten können. Aber da werden wir gucken müssen. Noch mehr Kaninchen, überall Gras. Ja, ich denke, das wird jetzt alles so ein Bereich sein. Das heißt, das ganze Ding hier ist eine Halbinsel, wo nur Savanne ist. Also ganz viele Yaks, dementsprechend Dünger, Gras und Kaninchen. Das ist ja auch okay. Und ich soll ja näher am Wasser laufen, damit es auf der Karte auch richtig angezeichnet wird. Genau. So, da ist jetzt auch Ende. Das heißt, wir laufen jetzt zu dem kleinen Wäldchen und hacken da ein bisschen Holz. Und da ist es auch egal, wie groß die Bäume sind. Denn wir müssen ja nur dafür sorgen, dass die Ressourcen in unserer Nähe von der Basis nachhaltig sind. Was mit dem Rest der Welt passiert, ist uns ziemlich egal. Und ja, das ist eigentlich keine gute Einstellung, aber ich denke mal, hier in der Welt ist das schon okay. Ich will nicht wissen, was die Menschheit machen würde, wenn sie so mehrere Welten zur Auswahl hätte. Also einfach mal eine Maschine bauen und dann sofort zur nächsten Welt springen. Das wäre bestimmt das absolute Chaos. So, wir wollten zum Wald. Da. So, Holz. Holz. Also die Größe müsste auf jeden Fall schon zwei Tanzapfen bringen. Der kleine da oben rechts, nur noch ein. Jo. Ting, 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 ting. Schaufel. Wir nehmen jedes bisschen mit. So. Du bist die erste oder zweite Stufe. Du bringst auch nur drei Holz, wenn man die Stumpen mitzählt, und einen Tanzapfen. Ah, da brauchen wir doch noch ein wenig mehr. Nicht ausbuddeln. Ein wenig mehr.